Bildung bietet alle Schülern die Möglichkeit, eine Vielzahl von Kenntnissen zu erlangen. Sie beginnt mit dem Vermitteln von grundlegenden Kenntnissen für die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft und in dieser Zeit lernen Kinder dank der Grundschule und elterlicher Fürsorge Rechnen, Lesen und Schreiben. Bereits vor dem ersten Schultag haben Kinder schon ganz konkrete Vorstellungen von Schule. Die meisten begegnen diesem Tag mit großer Erwartungshaltung und wollen möglichst schnell lernen, um endlich intensiv an der Kultur der Erwachsenen teilnehmen zu können. Doch manchmal kann der Schulbesuch auch zum Albtraum werden, wie diese Geschichte zeigt. Amber Park ist eine alleinziehende Mutter und lebt in Berkeley County, West Virginia. Sie hat eine 6 Jahre alte Tochter, Adri. Schon als Adri ein Baby war, stellten die Ärzte fest, dass sie Komplikationen mit der Sprachentwicklung haben wird und dass es sich in Zukunft nicht verbessern wird, also wurde sie mit der Zeit, als sie nicht sprechen konnte, gesetzlich als stumm anerkannt. Eigentlich hatte die junge Mutter keine großartigen Probleme, sich mit ihrer Tochter zu verständigen. Sie mussten zwar alle Hände und Füße dafür nutzen, aber es klappte ganz gut. Puck war immer eins sehr wichtig. Sie wollte ihre Tochter möglichst nicht alleine lassen, da sie wusste, dass sie nicht reden kann und somit in peinliche Situationen geraten kann. Doch als Adria 6 Jahre alt wurde, war es Zeit, die Grundschule zu besuchen und hier beginnt unsere Geschichte. Eines Tages bemerkte die Mutter, dass Adri seltene Anzeichen der Verzweiflung zeigte, immer wenn sie von der Schule nach Hause kam. Zudem sagte sie, man kann ihr ansehen, wenn sie morgens zur Schule geht, dass sie dies ungerne tut. Die Mutter begann sich ernsthafte Sorgen zu machen und wusste nicht mehr, was sie tun soll. Doch was die junge Mutter noch mehr beunruhigte, war die Tatsache, dass Adri eines Tages nach der Schule mit blauen Flecken nach Hause kam. Ich traute meinen Augen nicht, als ich meine Tochter beim Anziehen geholfen hatte. Ich dachte zuerst, dass Adri sich mit anderen Schülern geprügelt hatte, aber dann fiel mir ein, dass sie eigentlich noch nie Probleme mit anderen Schülern hatte, sagte die Mutter. Da Adri autistisch und stumm ist, war es für Puck unmöglich herauszufinden, was vor sich ging. Verzweifelt über den seltsamen Verhalten ihrer Tochter und über den Vorfall, begann die junge Mutter nach Ratschlägen zu suchen. Ein Arbeitskollege schlug ihr vor, ein Aufnahmegerät zu kaufen und es am Körper ihrer Tochter zu verstecken. Nur so würde sie herausfinden, was sich in der Schule ihrer Tochter abspielt. Und tatsächlich zögerte die Mutter nicht lange und setzte dies um. Sie versteckte das Aufnahmegerät am Haar ihrer stummen Tochter und hoffte nur, dass somit die Wahrheit ans Licht kommt. Und es dauerte nicht lange, bis der Rekorder die erschreckende Wahrheit auspackte. Als Adri am folgenden Tag wie gewohnt von der Schule nach Hause kam und wie immer traurig und verzweifelt aussah, nahm die Mutter sofort den Rekorder in der Hand und wollte wissen, was es aufgenommen hatte. Doch sie hatte alles Mögliche erwartet, aber nicht das, was sich auf dem Gerät befand. Es stellte sich heraus, dass es nicht Schüler waren, die blaue Flecken der kleinen Adria zugefügt hatten, sondern eine Lehrerin namens Christina Lester und ihre 2 Helferinnen. Die Aufnahme begann mit Beschimpfungen, Bedrohungen und alles, was nicht in einer Schule gehört, an. Die Mutter sagte, ich konnte genau hören, wie die Lehrerin Adri und anderen Kindern anschrien und sagten, sie würden ihnen ins Gesicht schlagen, wenn sie sich nicht benehmen würden. Zudem drohten sie damit, dass sie das Essen zurückhalten würden und das taten sie auch als Strafe wirklich. Ich hörte sogar einmal, wie eine Lehrerin zu einem Kind sagte, ups, es sieht so aus, als hätte jemand kein Essen bekommen, entschuldige Kumpel, und lachte daraufhin. Die Mutter begann sofort zu handeln und schickte die Aufnahme zuerst an die Direktorin der Martinsburg-Schule, an der Adri war. Ich konnte 3 Tage lang nichts essen, da ich so aufgeregt war. Jedes Mal, wenn ich sie ansah, fing ich an zu weinen, sagte Puck. Als sie schließlich keine Rückmeldung von der Schule erhalten hatte, beauftragte sie umgehend einen Rechtsanwalt und verständigte daraufhin die Polizei. Ob es sich bei der Aufzeichnung um zulässige Beweise handelt, ist eine wichtige rechtliche Frage, die wir zu Beginn dieses Rechtsstreits wissen müssen, sagte der Rechtsanwalt. Casey Murphy,
deren sechsjähriger Sohn Owen in derselben Klasse ist, sagte während einer Elternlehrerkonferenz, dass niemand sie auf die Aufnahme aufmerksam gemacht hatte, obwohl Park sie bereits die Schuldirektorin übersendet hatte. Erst nachdem Park einen Schnitt der Aufzeichnung auf Facebook gepostet hatte, wurde Murphy darauf aufmerksam. Die Staatsanwaltschaft von Berkeley County stellte kein kriminelles Fehlverhalten fest und hielt es für nicht ausreichend, um eine Anzeige zu erstatten. Zudem hieß es, dass niemand der Aufnahme zugestimmt habe und dass die Mutter, als sie diese Aufnahme enthüllte, damit gegen das Abhörgesetz verstieß. Doch die mutige Mutter fuhr mit der Geschichte ihrer Tochter fort und veröffentlichte einen kleinen Abschnitt der Aufnahme in den sozialen Medien. Innerhalb von 24 Stunden hatten sich mehr als 10 Millionen Menschen die Aufzeichnung angehört und die Geschichte ging schnell viral. Erst nachdem die Aufzeichnung sich im Internet stark verbreitet hatte, reichte der Generalstaatsanwalt eine Zivilklage gegen die Lehrkräfte der Betroffenen ein. Die Lehrkräfte stritten ab, dass sie diese furchtbaren Dinge zu den Schülern gesagt hätten und behaupteten stattdessen, dass sie nur untereinander gesprochen hätten. Später sagte die Mutter im Gerichtssaal gegenüber der Lehrerin: "Ich verstehe nicht, warum du sie so behandelt hast, wie du sie behandelt hast, aber das haben sie nicht verdient. Kein Kind verdient so etwas", sagte Park. Die Anklage beschloss später auch die Schuldirektorin, Amber Beckmann, da sie durch das Verstecken der Beweise versuchte, die Untersuchungen zu verhindern. Alle Beteiligten wurden schließlich vor Gericht für schuldig gesprochen und haben eine gerechte Strafe erhalten. Adri versucht, alles zu vergessen und geht jetzt auf eine neue Schule. Sie ist dort glücklich und in einem liebevollen und unterstützenden Umfeld. Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von diesem Video hältst. Und wenn das dir gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch und abonniere den Kanal für weitere Videos. Danke fürs Zuschauen.